Im Badminton kann man sich den Untergrund, auf dem man spielt, nicht immer aussuchen. Die Böden sind häufig hart, ausgetreten, beschädigt oder sogar rutschig. Die Feldmarkierung anderer Sportarten stören. Für dieses Problem hat Diadem, eine Firma in Ungarn, eine Lösung entwickelt, die nicht nur einen besseren Untergrund garantiert, sondern auch dabei hilft, die Qualität des Spiels zu verbessern. Ihr mobiler Badmintoncourt ist schnell aufgebaut, einfach zu verstauen und kann immer wieder verwendet werden. Peter Cismadia, Direktor von Diadem, erklärt während eines Bundesligaspiels in Rosenheim in Deutschland. Először is a mi pályáink egy speciális anyagból készülnek, tehát nem tele PVC-ből vannak, hanem csak egy nagyon vékony réteg PVC a teteje, és alatta pedig szivacs van, ami rugalmas, tehát sokkal jobban felveszi az abszorciós mozgásokat. A játékosok nagyon szeretik, hogy el tud egy kicsit mozdulni az alsó réteg a felső rétegen. Ez az egyik nagy előnye, tehát nagyon-nagyon testbarát, sportbarát a pálya. Manfred Ernst trainiert seit 25 Jahren Badmintonspieler auf Bundesliga-Niveau. Seiner Meinung nach sind die tragbaren Matten eine sehr praktische, kosteneffiziente Lösung, um das Beste aus den Spielern herauszuholen. Es ist eigentlich für Top-Leute Pflicht, auch auf Matten zu trainieren oder ihre Bundesliga-Kämpfe zu bestreiten. Aber bei einem Level wird nur auf Quarz gespielt. Bei einem normalen Hallenboden ohne Matten kann es sein, dass er staubig ist oder auch ist zu glatt, zu schlecht gepflegt. Es war insofern für uns dann praktisch, weil wir konnten bei ihm vierteilige Courts kaufen. Die konnten wir gut lagern in der Halle. Wir schaffen es hier, zwei komplette Courts mit allem drumherum, mit Netzen und eine Top-Ausstattung für die Bundesliga, in 2 Stunden maximal, mit 2 Leuten. Das ist mit unserem Court sehr leicht, weil 2 Männer, 2 Jungs auch, können den leicht transportieren. Die Matten sind nicht nur einfach aufzubauen, sie sind dank ihrer stoßabsorbierenden Wirkung auch gelenkschonender als harte Böden und bieten einen besseren Grip. Dadurch kommt es zu weniger Verletzungen und das Spiel wird verbessert. Beim deutschen Bundesliga-Match zwischen Rosenheim und Berlin erklären einige Spieler, was sie von den Matten halten. Paulien van Dormaelen ist eine Badminton-Profispielerin aus Holland, die sich für die Olympischen Spiele qualifizieren will. Das fühlt gewoon heel fijn aan. Normaal de vloer is normaal gesproken van een hal best wel glad en die banen die hier nu neergelegd zijn, die zijn gewoon super goed voor ons. Ze zijn niet glad. Der ehemalige Badmintonspieler Kenneth Jonasson spielt für Dänemark bei internationalen Wettkämpfen. Heute ist er Nationaltrainer in England. The mobile courts, they are extremely good to play on. The grip is a lot better. You can see the lines. And even though they are very different, it feels very comfortable for us to play on them. And it feels like a professional setup when you play on these mats. Also man sieht in der Halle ganz viele Linien. Und die sind einfach auf so einer Matte dann nicht. Bei manchen Matten rutscht man leicht. Ja, das heißt, die Spieler sind dann ein bisschen verletzungsgefährdet. Und es ist auch, sie können nicht so befreit spielen, als wenn sie genau wissen, sie haben einen guten Grip. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man sehr gute Haftung hat. Am Stützpunkt in Mülheim haben wir auch diese mobilen Courts und wir sind sehr zufrieden. Diese Matten von Diadem bekommen haben, ich bin sehr zufrieden damit. Es macht richtig Spaß, darauf zu spielen. Jeder Court wird in 4 Teilen transportiert. Sie sind in Trolleys verstaut, die sehr wenig Platz brauchen und ganz leicht von einer Person transportiert werden können. Um einen Court aufzubauen, braucht man nur 2 Personen. Legen Sie die Matten auf dem Boden der Sporthalle aus. Richten Sie die Sektionen aus. Kontrollieren Sie, dass es keine versteckten Luftblasen gibt. Like
und fixieren Sie den Court anschließend in der Mitte mit einem Klebeband. Das Diademsystem enthält einen speziellen Klebebandroller, um das Doppelklebeband exakt in der Mitte von zwei Sektionen zu verlegen, ähnlich wie ein Schneepflug. So normally we start in the middle, so put it like this and then like this. Then we are able to adjust it easier. Die äußeren Bereiche müssen nicht auf dem Boden befestigt werden. Hier wird ein einseitiges Klebeband verwendet, um sie an die mittleren Sektionen anzuschließen und um sicherzustellen, dass sie an ihrem Platz bleiben. Ich habe keine Schulung gemacht. Ich habe es gesehen, wie andere Courts aufgebaut werden. Wir haben hier aber nicht geprobt mit Peter Cismadia zusammen den besten Weg und haben uns einfach Erfahrung angeeignet, wie jeder Handwerker. Es sind nicht nur die Spieler, die diese Matten schätzen. Sie können auch dazu beitragen, den Organisatoren der Veranstaltungen zusätzliche Einnahmen zu verschaffen. Hierzu noch einmal Peter Cismadia. Ez egy marketinges előny, hogy a pályáinkhoz adunk egy ilyen úgynevezett reklámfület. A reklámfülnek az a célja, hogy organikusan hozzá lehet tenni a pályához. Ez egy különleges bevételi forrás azoknak, akik a versenyeket szervezik. Sie sich auch verwirklichen können, wo wir ihnen eine Fläche anbieten können, die sie für ihre Werbung benutzen können. Die Werbelaschen sind etwas Neues. Ich kenne keine andere Firma, die Courts auflegt, wo Werbelaschen eine Rolle spielen. Ich denke, dass die Wirksamkeit sehr hoch ist, weil es ist etwas, was zentral auf dem Hallenboden liegt. Jeder Zuschauer schaut genau dahin. Und das war's. Wenn der Wettkampf vorbei ist, werden die Matten und Tapes wieder entfernt, ohne dass der Boden beschädigt wird und sie bis zum nächsten Einsatz wieder verstauen. Die Matten bieten für Spieler aller Klassen einen sofort bespielbaren, professionellen Boden, wo sie wollen und wann sie wollen. Sie sind tragbar und leicht. Ja, ich hatte Vertrauen in sein Produkt. Wir haben es getestet, es hat funktioniert und wir sind jetzt seit 4 oder 5 Jahren jetzt auf diesen Matten. Alle sind zufrieden hier mit der Qualität der Matte. Ich kann sie auf jeden Fall empfehlen. Ich würde es weiterempfehlen. Ja, ich finde es echt super fein. Ja. Hier noch einmal die wichtigsten Vorteile. Die Matten sind durch ihre stoßabsorbierende Wirkung gelenkschonend. Sie sorgen für einen besseren Grip. Die Linien sind klar und deutlich zu sehen. Das System ist schnell und leicht aufgebaut. Es ist tragbar und haltbar. Es ist leicht zu verstauen. Der Boden darunter wird nicht beschädigt und es bietet außerdem die Möglichkeit, zusätzliche Werbeeinnahmen zu erzielen. Wenn Sie mehr wissen möchten über die mobilen Diadem-Badminton-Courts, schicken Sie uns einfach eine Mail an diadem@badmintoncourt.de.